das ist für mich dann schlimm, weil die Nervenleitfähigkeit sinkt dadurch, dass es härter wird bei mir und ich kann meine Muskeln dann nicht bewegen, weil vom Großhirn kommt der Befehl zur Bewegung zu den Muskeln über das körpereigene Leitsystem, aber es kommt eben nicht an. Meine Muskeln erfahren nicht, was sie tun sollen. Im Groben kann ich sagen, wenn ich irgendwo hin will, in die Hitze hinaus, bin ich bei 25 Grad eigentlich auf den Rollstuhl angewiesen. Also es geht um ein Recht auf Klimaschutz, abgeleitet von dem Recht auf Leben und dem Recht auf Gesundheit.